Hey Leute, ich zeige euch heute das Spiel Ravens gegen Cowboys. Also Ravens bin ich aus dem Madden NFL Turnier von Graffiti for Eva. Graffiti for Eva selbst sind die Cowboys. Ja, viel Spaß. Zu Anfang des Spiels haben die Ravens schon ein Field Goal gemacht und hier sehen wir ein 3-Yard-Touchdown-Rush bei Ray Rice. Die Dallas Cowboys Offense und Defense scheint noch nicht eingespielt zu sein. Darum kann man nur hoffen, dass noch ein bisschen mehr von denen kommt. Hier gerade in der Two-Minute-Warning, 1 Minute 41 zu spielen. Hier sehen wir noch 9 Sekunden noch zu spielen. Schneller Pass von Tony Romo auf DeMarco Murray für 6 Yards. Touchdown. Extra Point ist gut. Darum jetzt 10 zu 7 für die Ravens. Und hier im dritten Quarter, direkt als die Ravens wieder zurück den Ball erlangt haben. 66 Yards Touchdown Run bei Ray Rice. Schöner Block, muss man natürlich von sagen, von Torrey Smith da rechts. Schön gemacht, schön viel Zeit gelassen. 5 Minuten 17 übrig. Und extra Punkt ist gut, darum 17 zu 7 für die Ravens. Und weiter geht's. Dallas Cowboys mit einem Touchdown Pass von Tony Romo zu Harris. Ja, hat da Glück gehabt. 3 für 13 Yards, 1 Minute 33 noch zu spielen im dritten Quarter. Extra Punkt ist auch gut, darum 17 zu 14 für die Ravens. Und nun im vierten Quarter, schöner Screen Pass zu Ray Rice, der läuft sich durch für 48 Yards. Schöner Touchdown Pass. Extra Point ist gut, darum jetzt 24 zu 14 für die Ravens. Können die Cowboys das nochmal aufholen? Ja, nein, man weiß es nicht. Und hier noch als Antwort. On third and three. Ein schöner Touchdown Pass zu Tony, von Tommy Romo zu Des Bryant für 3 Yards. Darum steht es jetzt nun 24 zu 20. Der Extra Point ist gut. Darum jetzt 24 zu 21. Und die Cowboys kommen allmählich. Aber das war auch leider jetzt die letzte Szene, weil alles andere nicht gezeigt werden konnte. Darum noch eine schnelle Zusammenfassung. Ravens machen noch, rennen die Uhr noch um. Schaffen es natürlich nicht ganz, an einen First Down noch zu gelangen. Mussten dann am vierten Versuch nach einem Onside-Kick, den sie natürlich die Ravens recovered haben, ein Field Goal schießen. Darum stand es dann 27 zu 21. Und natürlich, Cowboys haben es versucht noch, aber Ed Reed, wie ich es noch im Spiel noch gesagt habe, macht den Interception. Und ja, Spielstandende ist 27 zu 21. Schnelles Spiel, gefährliches Spiel, spannend auf jeden Fall.